Fallen der User. Wir sprechen die Plattformen an. Aber um was geht es bei dieser Reform? Es geht bei dieser Reform aber auch darum, existierendes Recht hier in eine Balance zu bringen. Google und Facebook, die seit Jahren Riesengewinne einfahren und das auf Kosten der europäischen Kreativen. Die Proteste sind meiner Meinung nach maßlos überzogen. Die einzige Seite, die das hier nicht sachgemäß diskutiert, das ist die Pro-Artikel 13-Seite mehr. Das ist ein Angriff gegen uns, der hier gefahren wird. Und nicht dem kulturellen Diebstahl, hier weitestgehend die Türen zu öffnen. Was spricht denn dagegen, dass wir Urheberrechtsverstöße vermeiden wollen? Was spricht dagegen, dass wir eine faire Vergütung wollen? Davon betroffen sind nicht nur YouTuber. Scheiße, ordentlich. Am Dampf dieses System niemals perfekt arbeiten. Krass. Sie schaden doch damit auch gerade den jungen Kreativen, die gerade anfangen, eine Karriere aufzubauen, weil eben derartige Filtermechanismen eingeführt werden müssen. Bitte, wenn Sie bessere Vorschläge haben, sagen Sie es uns. Nein! Krass. Das ist natürlich auch gar keine schlechte Sache, denn jeder, der etwas erstellt, seines Artikel im Internet, seines Musikkompositionen oder sonst was, möchte diese natürlich auch geschützt haben. Jeder kann weiterhin seine Links setzen, jeder kann weiterhin mit Rechtssicherheit seine Uploads durchführen. Aber Fehlfunktionen da sind, ist wahrscheinlich auch gerade auf YouTube, Facebook und Instagram eine Menge falsche Claims gibt. Krass. Hier eigentlich alles los. Keine Ausnahme. Krass. Bitte, wenn Sie bessere Vorschläge haben, sagen Sie es uns. Wir müssen gemeinsam was machen. Hashtag Save Your Internet. Nein! Mürbe machen. Die Scheiße ist übergelaufen. Und ich hoffe, dass wir uns auch in einigen Monaten hier noch sehen werden. Krass. Niemals perfekt arbeiten. Das ist ein Verlust an kultureller Vielfalt. Krass. Damit auch gerade den jungen Kreativen, die gerade anfangen, eine Karriere aufzubauen, weil eben derartige Filtermechanismen eingeführt werden müssen. Nein! Was können wir jetzt also machen? Es kommt am 23. März nach Berlin. Das ist wichtig für die gute Sache und gegen Artikel 13.